Der Anhänger, der braucht eine große Umdrehspanne. Aber. Mit der Feldvernichtung müsste man dann immer zwei Reihen rundherum fahren, sage ich mal. Wir haben ja Feldvernichtung. Hey. Zwei Reihen rundherum, dass man mit dem gut reversieren kann, ohne dass man Feldvernichtung macht, so meine ich das. Und das Feld wieder eh drauschen. Ja, aber dass man nicht aus Nachbarfeld kommt, meine ich. Gut, das müssen wir sowieso essen. Ja. Ja. Bei der rechten Umdrehung ist genau dasselbe dann. Ja, bei der untere Weg reicht nicht aus. Nein. Sag ich mal. Aber so ein, zwei Runden mache ich ja sowieso. Mhm. Habe ich es halt nicht gemacht, weil das Feld da drüben noch nicht fertig war. Ja. Na, ich sag's nur als Verbesserungsvorschlag. Für die Zukunft. Aber der Balken ist noch immer rot beim Stroh, also da geht wirklich eine Menge rein. Boah, das geht sich knapp aus. Ich simuliere es quasi, als wenn da drüben das Feld schon wäre. Halt am Feld umdrehen. Und zurückschieben dann. Ja. Das ist so geil da unten. Passt immer ein bisschen Schlangenlinie. Ja, weil das so. Das geht. So ja, es ist so. Ja, es ist so, weil das eine war noch nicht fertig. Und das musste ich rumfahren. Ah, okay. Geht sich jetzt halt rüber. Schon Tag. Wem drischt? Gleich die anderen zwei Felder. Auch gleich fertig. Ah ja. Na dann ist bei mir Strohtag. Hast du tatsächlich
Solarpanels raufkauft bei die Schafe oder so, ja. Das merkt vielleicht nichts. Dann müsste der das Geld ehrlich raufgehen, oder? Ihr täglich gewinnen. 200. Ah doch. Genommen müsste man da. Einnahmen Gebäude, 240, 84. Wenn wir das nicht beobachtet, dass das Geld hier rauf geht, auch vor der Hilfe nicht. Na gut, was merkst du 155 an einem Monat? Na ja, stimmt. 300, das merkst du ja so nicht. Das sind ja keine Riesenplatten, da kostet eine Platte 5000. Okay, das geht nicht so schnell hoch wie bei den anderen, was wir gehabt haben früher. Und die kosten ja 80.000, 90.000. Kleiner Unterschied nur. Kostet so eine Platte, warte mal. Mal schauen. $72 pro Monat ungefähr. Wir haben die kleinen. Haben wir die mittleren? Nein, wir haben die kleinen. Genau, die kleinen haben wir. Dann eine 10,5 kostet eine. Und aber sie sind die drinnen. Generatoren. Ja, 240 pro Monat gibt es da eine. Achso, das sind diese Platten, was man so aufstellt. Aufs Feld. Bringt nur 240. Mhm. 8000 steht bei mir. 93.000 die. 8.928 ja, pro. Die haben 25.000, bringt 240. Das sind ja die, die man aufs Dach machen kann. Achso, das sind die kleinen. Na, das sind die um 25 sind ja, schon die mittleren. Mit Neigung ist die, das ist die. Ey, die kann man aufs Dach machen. Achso. Ah ja, stimmt. Haben wir die um 10,5 haben wir. Ah, okay, verstehe. Aber es ist so ein Unterschied, das sind 200 pro Monat und die andere bringt 8000 pro Monat. Bis sonst mal 90.000. Bis deppert, da ist eine die kleine Windkraftanlage, 11.400, bringt 984 im Monat. Sowas tut eigentlich auch nicht, wie wenn man sich wohin stellt. Oder 7.800 mit 648 pro Monat, kleine Solaranlage. Schau dir die mal an. Ja, aber nehmen wir halt Platz weg. Naja, die kannst du irgendwo dazustehen. Kannst zum Beispiel ein, zwei nehmen Silo oder so hinstellen, die tun dann nicht weh, weißt du, wie ich meine? Gut, wir haben aber noch kein Silo. Nein, ich meine zum Beispiel diesen Silage-Silo, zum Beispiel. Oder ich bin mir sicher, wenn man den Weg breit genug macht, könnte man das sogar in der Mitte von einem Weg hinstellen. Ja, ich meine, es tut nicht weh, aber es ist halt jetzt auch nicht das große Geld, was rausspringt. Nein, nicht. Und ich fand halt die Solarzellen von daher praktisch, weil nehmen die keinen Platz weg. Hm, weil das Dach da ist. Aber wir können auch so kleine platzieren. Nein, ich habe jetzt nur bewusst angeschaut. Meinst du, so hast du recht. Dächer werden wir genug haben. Ich sage jetzt, kaufen wir eine für 8000, was man. Das heißt, die braucht damals fast 2 Jahre, bis sie sich rentiert hat. Gut, die bringt fast
kosten Tausender pro Monat aber auch ein. Aber das ist nicht nur geschätzt, du kriegst ja nicht die Tausenden. Es kommt ja darauf an, wie viel Sonne dann ist oder wie viel Wind ist. Stimmt. Wir kriegen ja jetzt auch nicht, darum haben wir ja unterschiedliche Dings. Mhm. Unsere kriegen im Sommer halt mehr als dann im Winter. Das ist ja nur eine geschätzte Summe, was du kriegst. War ja kein Tausender, glaube ich, das waren ja 800 oder so. Wenn du sagst, ja, du kriegst 600 fix im Monat, hast du schon mal 13 Monate. Mhm. Und dann hast du quasi in 13 Monaten 8000 plus gemacht mit dir. Das wirst du auch nicht so merken. Ja, stimmt. Merkst du dann nur in der Masse dann halt. Gut, wir haben das damals in großem Stil gehabt auch. Gut, ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich das letzte Mal gehabt habe. Börsenplay wird blockiert. Glück. Hat. It was my fault. Macht. Ich habe schon die Seemaschine dorthin gebracht. Seemaschine? Nicht die Seemaschine, die Ballenmaschine. Und hab's aber geschissen abgestellt, kann man sagen. So. Da tut's kein Weh. Ich glaube, ich hatte in dem Teil noch gar keine Solardinger. Im 22 haben wir doch schon mit Solar gespielt, oder? Ich nicht. Ich hatte auf der ersten Karte. Hatte ich am Hof, hatte ich dann zwei, aber das war dann schon ganz zum Schluss und ein Windkraft habe ich mir dann gemacht. Mit dem Stück ein runtergefahren wieder? Was bin ich? Mit dem Traktor runtergefahren? Wo runter? Ach so, ja. Von Leihwand. Also ist er da dort im Weg, meinst du? Ich kann nicht umdrehen. Deswegen bin ich einmal die Runde gefahren. Ach so. Ach, dem Herr, ich war doch schon vorbei an dem. Musst du abladen? Wie voll ist der Anhänger schon? 50% gerade. Das fällt. Geht sie das Feld aus? Ja. Ah, erste Wachstumsstufe. Na fix, ich glaube, da werden wir zwischenzeitlich fahren müssen. Ja, ich glaube, das geht sich aus, das Feld. Okay, jetzt sind wir bei 70%. Passt. So. Und das ist wahrscheinlich doch nicht aus. Ich fahre da ganz nach vor. Jo.
Okay. Jetzt habe ich den Fehler wieder erkannt. Es war bei Autodrive wieder dieser Kurs an, somit hat er mal Curseplay nicht aufgemacht. Weil wenn du nämlich Curseplay das Fenster wegschaltest und anhast den Kurs für Autodrive. Also wenn ich den... Alt 0. Das weiß ich. Aber wenn ich jetzt was machen würde in Autodrive. Wenn du dir dieses Schild mit dem Rufzeichen aktivierst, kannst in du... In den Tito-Modus. Ja. Kannst du Curseplay nicht... Ja, okay. Aktivieren. Ja, das stimmt. Wusste ich. Okay. Und anscheinend aktiviert sich der immer bei mir. Oder du hast ihn einfach eingeschalten lassen. Ich habe ihn ausgeschaltet. Ja gut, aber du musst das bei jedem Traktor machen. Ach so. Okay, das könnte dann natürlich sein. Ich dachte, das ist allgemein dann. Nein. Traktor abhängig. Wie Cosplay. Wenn du einen Kurs im Traktor hast, ist der im Traktor gespeichert. Jetzt weiß ich, warum ich das nämlich nicht aktivieren konnte. Das wird sich heute eh nicht ausgehen zum Dreschen. Nicht alles. Ich glaub, das hintere Feld ist eh schon. Ja. Oh ja, die anderen zwei sind dann auch schon. Ja, wenn ich diesen Abschnitt da fertig habe und mal entleeren. Und da wird zwar nicht voll werden der Anhänger, aber ich glaube trotzdem mal weg. Dann kannst. Ich glaube meinen vollen Mähdrescher wieder dann immer noch reinkriegen. Wahrscheinlich nicht. 24, hast du gesagt, gehen in den. Ich glaube. Könnte sich ausgehen, oder was ich sag. Bei 24 Kubik sind's. Wie viel sind drin? 17.000. Ja, dann. Nicht mehr was. Jetzt ungefähr 3000, aber schätze ich auf 4000 komme ich da fast vielleicht. Mhm. Da eh fast voll dann. Man kann die Mühle auch schon mal produzieren, dass man mal jetzt am Mono Plus schreiben erst. Genau, gibt's ja nicht. Gut, wir brauchen nur Silage einstellen noch, dann wird man auch Plus schreiben, aber. Ja, ich meine jetzt von den Produktionen und so, ja. Ja. Plus schreiben. Und das könntest du deswegen auch vielleicht nicht gesehen haben, weil wir ja selbst minus ohne Lohn. Deswegen wirst du es auch nicht bemerkt haben, dass es hochgeht. Stimmt. Geht nur weniger runter. Die Betriebskosten. Nett gedeckt. Nicht sogar gescheiter wäre, solange wir
den kleineren Drescher haben, nicht das Stroh zu schwadern. Haben wir noch einen? Nein. Was soll man? Weil da wird sicher 4 oder 5 reingerechts haben legen können. Gut, dann können wir uns erst im nächsten Durchgang dann kaufen, sag ich mal. Achso, dann könnten wir uns ja jetzt dann auch schon kaufen. Ich hab mir gedacht, du bist auf ein Angebot warten. Ja gut, aber wenn wir es brauchen, ist ja dann ein Zeitersparnis. Stimmt allerdings. Und damit auch ein Kostenersparnis, weil so brauchen wir keine Helfer dann. Und ich weiß jetzt nicht, was es kostet, aber ich glaube, Schwarze sind jetzt nicht so teuer. Man kommt davon, wie viel mit du nehmen willst. Meter 19.500. 9,7 Meter 41.000, 14,7 Meter 62. 14 war das? 14,7 um 62.000. Geht eigentlich. Na dann, das, was da davor war, 40.000, oder? Und war die Hälfte fast. Ja, 40, 41 mit 9,7. Da jetzt nur. Der 15, das ist eigentlich urteuer. Was denn? 62.000 mit 14,7 Meter und 15 Meter 90.000. Gleiche PS-Anzahl. Ja. Na gut, ich hole ihn nochmal. Gut, bei dem Feld nutzt uns aber jetzt nichts mehr. So wirklich. Aber wieso? Sind ja noch ein paar Spuren dann. Ecke wäre im Angebot. 12, oh, okay. Wie ist das? Wow. Das ist dann schon ein bisschen krass. Ist der Zeit noch? Sagen, fein Rüssel aus. Das hat 550 PS. Das ist... Was denn? Die Ecke, die... Stimmt. Ist du schon leer? Ja. Musst du den nicht wegfahren? Ob er so voll hat, zahlt er den nicht. Ah, jetzt schlagt er wieder an. Mach den anderen. Boah. Na, den anderen Oldtimer meinst. Ah, na, den. Da, aber wenn er fahrt, mach ich nicht. Ja.
Das könnte man aber, wenn wir dann selber Silage machen, auch machen mit dem Schwader drüber fahren. Wie viel hat er jetzt? 14,7. Ist halt nicht so viel jetzt Unterschied. Bei Bahnen halt. Ja. Das sind halt dann doch etliche mehr. Wow. Dann mache ich 6, also. Eine schon 3 Bahnen. Zusammenlegen. Schade halt, dass nicht so einen großen. Schwader gibt, wo wir den kleinen am Anfang haben, der alles auf eine Seite legt. Also das war ein grenzgenialer Schwader für sowas. Das stimmt.